Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report in Kroatien und hier vom Örtchen Nin. Ich war 3 Wochen von Köln mit dem Kastenwagen Richtung Albanien unterwegs und habe an diesem reizvollen Spot ein paar Tage Halt gemacht. Von Nin aus hat man tolle Möglichkeiten, Land und Leute kennenzulernen. Nach Zadar sind es nur ca. 15 Kilometer. Das Video beschränkt sich auf einen reinen Spot-Report, da ich diesmal mit eigenem Fahrzeug unterwegs war und keine Informationen zum 8 Kilometer entfernten Flughafen Zadar habe. Die Distanz von Köln aus beträgt 1350 Kilometer und ist bei strammem Fahrstil und freier Strecke innerhalb von 15 Stunden machbar. Aber kommen wir wieder direkt zum Surfen in Nin, wo man einen für Kroatien untypischen Sandstrand und eine Flachwasserlagune vorfindet. Nördlich der Altstadt von Nin befindet sich eine etwa 500 Meter lange Landzunge, die als Kite- und Windsurfstrand dient. SUP-Fahren ist hier überall erlaubt. Am Zugang und am Ende der Landzunge gibt es auch einen ausgewiesenen Badestrandbereich. Also bleibt uns der mittlere Teil zum Kiten und Windsurfen. Von Nordwest kommt der Mistral selten und mit schwachem Wind herein. Viel Druck in der Tüte hat der Bora, der aus Nordost böig über das Landesinnere kommt. Der dritte Wind aus Afrika ist der Jugo, der mit mittleren Windgeschwindigkeiten am konstantesten bläst. Das hier gerade zu sehen und gleich grün eingezeichnete Dreieck ist der knietiefe Anfängerbereich. In diesem Innenbereich macht das Windsurfen nicht wirklich Spaß, da die längere Finne beim Windsurfen im flachen Wasser das Seegras mitnimmt. Schnell hat man einen halben Garten hinter sich hergezogen. Besser ist es zum Windsurfen außerhalb der Lagune. Jetzt aber nochmal einige kompakte Infos zum Spot. Da die Adriaküste vielen Wettergegebenheiten ausgesetzt ist, kann man an diesem Spot keine klaren Windversprechen machen. Ich selbst bin schon zum dritten Mal hier und kam jedes Mal mit einem 9er oder 12er Kite aufs Wasser. Favorisiert war aber für mich immer die Zeit außerhalb des heißen Sommers, nämlich in den Herbstferien oder an Pfingsten. Der Spot ist für alle Könnerstufen geeignet und nur die ausgesprochenen Wellenreiter kommen hier nicht auf ihre Kosten. Sehr geile Bedingungen hier bei traumhaftem Flachwasser in dieser geilen Lagune. Nin ist ein vielseitiger Spot, an dem man super Windsurfen, Kitesurfen und SUP fahren und lernen kann. Zu näheren Infos zur lokalen Leihstation setze ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Um euch diesen vielseitigen Surfspielplatz etwas besser darzustellen, nehme ich euch einfach mal mit aufs Wasser. Oberhalb der Kitestation starte ich meine Fahrt und es geht erst einmal noch weiter in die Lagune hinein Richtung Parkplatz, der im Übrigen nur 3 Euro für den ganzen Tag kostet. Heute bläst der Bora aus Nord-Nordost und so kann man schön vor der Stadtmauer von Nin fahren. Ja, hier vorne sieht man die Kiteschule in Nin. Und hier, wo ich jetzt drauf fahre, ist ein kompletter Stehbereich. Ab Höhe des Stehbereichs kommt der Wind am besten rein und man kann super an Freestyle und Oldschool-Tricks basteln. Jetzt lasse ich mich stark abfallen, um die Ein- und Ausfahrt der Lagune herumzukommen. Man kann auch einfach kurz über die Sandzunge laufen und würde somit auf Kurs bleiben. Auf dieser Seite ist übrigens der zweite Surfstrand. Ab hier sind wir im offenen Wasser und das Windsurfrevier beginnt. Ich lasse es jetzt einfach laufen, da auf der offenen See keine Besonderheiten zu beachten sind. Oder etwa doch? Bevor ich an Land komme, schlage ich noch einen kleinen Turn und bin nach ca. 10 Minuten wieder am Einstieg
und an der Surfstation zurück. Da Kroatien ja überwiegend für seine sauberen Kiesel- und Felsstrände bekannt ist, finde ich diesen Sandstrand echt den Knaller. Zum Ende hin gibt es noch ein paar Schlussimpressionen. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video bei der Spotsuche helfen. Und wenn ihr Bemerkungen oder Änderungen zum Spot habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. So bleibt immer alles auf dem aktuellen Stand und du bist Teil meines Spot-Reports. Und wie immer, gerne liken und den Kanal abonnieren.